Cache-Kompott, der Podcast für Geocacher von Geocachern. Ausgabe 116, auswärts und auf großer Tour. Herzlich willkommen zur 116. Ausgabe des Cache-Kompott. Eigentlich wollte ich mich ja erst nach der Nordseetaufe melden, weil ich dachte, ich habe erst bis dahin genug Material zusammen. Aber es kam mal wieder alles etwas anders als gedacht. Und so gibt es vorher schon eine etwas kürzere Ausgabe mit zwei Themen. Einmal, das hatte ich ja schon letztes Mal erwähnt, bekam ich Post von Klaus, Geocaching-Name Wildpick, der ja in der Slowakei arbeitet und ein bisschen was über Cachen in der Slowakei erzählt. Und dann war ich mit Rana Haf, Hin, Teich und Papalotta mal wieder auf einer Tour. Diesmal war es eine Art Lost Place Tour, die uns in die Nähe von Frankfurt geführt hat. Und da haben wir unter anderem die Akte 69 und den Major gemacht und hinterher ein bisschen über diese Caches gesprochen. Und das Gespräch war länger als gedacht, denn diese beiden Tage waren der absolute Wahnsinn. Ich habe mal wieder sehr viele Favoritenpunkte verloren, aber wir hatten richtig viel Spaß, trotz des nicht gerade optimalen Wetters. Und wenn wir auf Tour sind, passieren auch immer die merkwürdigsten Dinge. Ja, bevor es losgeht, nochmal die Kontaktinformationen. Wer mich bei uns erreichen will, einfach eine Mail an mail@cachekompott.de schicken. Und wer Lust hat, kann auch gerne Audiokommentare, Audiodateien an mich senden oder einfach ein bisschen über sein Cacherleben berichten. Aber ich freue mich auch so über jede Rückmeldung. Ja, und ich denke, bevor wir dann auf die Lost Place Tour gehen, fahren wir mal kurz in die Slowakei, beziehungsweise lass uns erzählen, was man so in der Slowakei alles caching-technisch machen kann. Hier mal kurz das Gespräch mit Klaus. Ja, in fast jedem Podcast rufe ich ja dazu auf, dass die Hörer mal mitmachen, ein bisschen was über ihre Caching-Erlebnisse berichten. Und ich bin seit einiger Zeit mit Klaus in Kontakt, der den Podcast anscheinend auch schon regelmäßig hört und gesagt hat, ich kann mich ja gerne mal melden, wenn ich ein bisschen was aus seiner Ecke hören möchte. Und ich hoffe, ich begrüße ihn jetzt gerade in der Leitung. Hallo Klaus. Ja, hallo Patrick. Wo erwische ich dich denn gerade? In der Slowakei. Und zwar ziemlich genau an der Hauptstadt Bratislava. Du bist beruflich da unterwegs oder bist du im Urlaub? Nein, ich bin beruflich da. Also unter der Woche arbeite ich hier. Ab und zu am Wochenende hier und ansonsten in Deutschland am Wochenende. Wie bist du auf den Podcast gekommen? Seit wann hörst du den Cache-Kompott? Also ich habe ihn schon als Cache, wie ist das früher? Podcast, ja genau. Also der wurde mal erwähnt in einem anderen Podcast und dann, da gibt es halt auch nicht so viel, die ich gehört habe und bin dann irgendwie auch hängen geblieben. Hab dann nach und nach alle nachgehört so und jetzt mittlerweile bin ich auf dem neuesten Stand. Immerhin, ja. Habe ja auch lange Zeit nicht so viel gemacht, das war ja nicht so schwierig. Ja, ich habe da eine Zeit gehabt einzuholen, ja. Genau. Ja, dann mal so die Standardfrage am Anfang. Wie lange bist du am Geocachen dabei und wie bist du dazu gekommen, zu einem Geocacher zu werden? Also ich habe jetzt gerade mal im Vorfeld, ich habe ein bisschen recherchiert, also ich 27.03.2011 habe ich den ersten gemacht und gekommen ist mein, also ich habe das vorher schon mal irgendwie gehört oder mal im Fernsehen was gesehen und mein Sohn hat das irgendwie mal angeschleppt mit seinem Kumpel, die wollten dann los und sind dann irgendwie, naja, haben auch nichts gefunden und weil mich das auch interessiert, habe ich gesagt, komm, wir machen das mal zusammen und dann haben wir damals noch so ein Autonavigationssystem genommen und also es war sehr, sehr schwierig dann. Und aber wir haben was gefunden, ne? Immerhin. Und bist du da gleich von dem Virus erfasst worden, mehr oder weniger, oder hat es noch ein bisschen gedauert, bis das so zu einem regelmäßigeren Hobby wurde? Nein, ich würde sagen, das hat mich schon relativ früh gepackt. Also ich hatte das ja vorher schon gehört und gekannt und habe gesagt, das wäre eigentlich auch was für mich, aber ich habe mich halt auch immer auch gescheut, dieses GPS-Gerät zu kaufen, ne? Das ist ja auch nicht ganz, was ich damals war, das teurer wohl. Und weil ich damals auch nicht wusste, ist das was für mich? Gibt's das Geld aus? Und dann ist es nichts. Und aber so, ja, nach den ersten 50 Caches, die wir dann mit dem Navi gefunden haben, haben wir dann, ich glaube, meine Frau, die hat das, glaube ich, gekauft. Das ist das Garmin 10 war das damals. Ja, genau. Da konnte man, da gab es zwar ein Datenkabel zu, aber das hatte ich nicht. Das ist so ein ganz komischer Anschluss gewesen. Auch das selber basteln, gibt es eine Anleitung im Internet, hat auch nicht funktioniert. Da lief ich dann mit lauter Zetteln rum und das war alles sehr, sehr, sehr schwierig. Also. Haben denn alle in deinem Umfeld, im Bekannten- und Verwandtenkreis verstanden, was du da tust? Hast du darüber geredet? Wie haben die so reagiert, dass du erzählt hast, ich suche, was weiß ich was, Plastikdosen im Wald oder an der Straße? Also, ja, eigentlich. Also Bekanntenkreis,
Ich habe keinen sehr großen Bekanntenkreis, aber also da gibt es eigentlich auch keinen, der sowas macht. Mein Sohn macht es mittlerweile auch nicht mehr. Der hat dann gesagt, nee, das ist mir zu doof, ne? Und ich mache es jetzt halt nur alleine. Manchmal nehme ich ihn mit und ein paar Sachen findet er auch ganz toll, aber naja, so im Großen und Ganzen ist das halt jetzt mein Hobby. Was für eine Art Caches machst du am liebsten? Hast du da irgendwelche Vorlieben? Ja, also na, Tradis halt und ich mache auch gerne Multis, aber sind meistens bleibt es bei Tradis halt hängen, ne? Also eine Rate-Cache mache ich nicht gerne. Das In welchem Bereich hast du hauptsächlich gecached? Bei dir jetzt in der Homezone oder wo hast du hauptsächlich angefangen damals? Ja, angefangen habe ich in der Homezone, also dann mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren, ne, was man so mit dem Fahrrad erreichen kann und ja, aber dann auch schon ein bisschen weiter weg, was mich so interessiert hat irgendwo, ne? In Also welchem Bereich war das jetzt von Deutschland, wo du da am Anfang warst? ich wohne in Peine und also das liegt zwischen Braunschweig und Hannover, da in der Ecke war. Und ja, wenn wir irgendwo hingefahren sind, weiß man nach Holland oder sowas, da habe ich mir auch welche rausgesucht und oder was vor einem Jahr sind wir dann nach Hamburg irgendwie mal gefahren und da habe ich dann auch einen rausgesucht, dass ich dann auch den Länderpunkt habe, ne? Also und naja, mir macht es halt Spaß, weil diese, wir sagen, ja, ne, was ist zwar abgedroschen, aber man kommt an Ecken, wo man sonst nicht hinkommt, ne? Also das zeigt einem kein Reiseführer. Du hattest in der E-Mail geschrieben, du bist noch nicht von der Polizei aufgegriffen worden, aber gab es mal komische oder interessante Erlebnisse wenigstens, dass du mal zumindest beäugt wurdest, was du tust oder irgendwo vielleicht doch auffälliger verhalten hast oder hast du nie Kontakt zu anderen Leuten gehabt beim Cachen? Doch, natürlich. Also das schon, ja. Ich habe, also, ich kann mich in Hannover gibt es so eine Cache-Reihe, Schar-Ahad-Suche. Die haben sehr schöne Dinger gemacht. Und die sind halt auch mitten in der Stadt, ne? Und da haben wir an so einem, am Lindener Markt ist das, glaube ich, das ist ziemlich belebt. Und da musste man so durch so ein Loch gucken und mit so Spielen ging das und also, so ein Mülleimer war das drinne. Durch der vernagelte Mülleimer. Genau, das kennst du schon, Ja, ne? klar. Ja, und, Direkt an der ja, Bushaltestelle. genau. Da habe ich Und auch ein bisschen Probleme gehabt. Da kam ich mir so blöd vor. na, ich habe mir irgendwann gesagt, also wenn die Leute das hier so anbauen und dann sind die das ja auch gewohnt, ne? Und also die wissen ja auch, dass die da kann man halt nicht stealth hingehen, ne? Das geht nicht. Nein, Und nein. da, also ich habe dann da unten durch das Loch geguckt und mein Sohn hat oben die Zahlen eingegeben und dann sind wir dann, haben wir das auch geschafft. Und sind dann weggefahren mit dem Auto und dann sind dann Leute gekommen und haben dann diesen Mülleimer angeguckt. Also die müssen hinter uns gestanden haben und geguckt haben, was wir da gemacht haben. Also Oder es waren Cacher, die selber lösen wollten. Das weiß man ja auch immer nicht so genau. nee, das glaube ich nicht. Also die haben doch schon so ausgesehen, als wenn sie sich doch irgendwie gewundert haben, dass der Mülleimer zu ist. Und also ja, und also ich kann mich noch an eine lustige Sache erinnern. Also hier in der Slowakei ist ja. Es ist ja dieses Zeckengebiet, wo man, ich weiß nicht, ist das Hirnhautentzündung oder Frühjahrsmeningitis. Gegen eine Krankheit kann man sich doch impfen lassen. Und dann habe ich gesagt, naja, kriegst du halt da überall rum und dann lässt sich da mal impfen. Und dann bei der dritten Impfung war ich halt nicht bei meinem, also es ist eine Praxisgemeinschaft. Und dann war es eine Ärztin, die kannte mich halt noch nicht. Und dann sind wir ins Reden gekommen. Also mein Arzt weiß, dass ich in der Slowakei bin und arbeite und so. Und dann hatte sie gesagt, ja, was machen Sie da? Ich so, ja, ich bin da Planer und ja, wegen den Zecken und so. Ich so, ja, wegen Geocachen. Oder nee, sie hat gefragt, was machen Sie da? Ich arbeite da, ne? Und sagt, ja, aber wegen den Zecken, ja, wegen Geocachen. Und dann war es halt einen Augenblick still. Und dann habe ich so nachgedacht, ich sag, nein, nein, also ich bin nicht beruflicher Geocacher. Das mache ich nicht. Also ich bin nur nach Feierabend. Ah, und dann hat sie gesagt, ne, das wäre auch zu schön. Also die muss das auch gekannt haben, ne? Ja, interessant ist ja, wenn du jetzt in der Tschechei ein bisschen cachen gehst, ist das da auch Slowakei. so, Slowakei meine ich auch, Entschuldigung, ist das da auch, wenn du in der Slowakei cachen gehst, ist das da auch so eine Community wie hier? Sind die Caches ähnlich oder gibt es auffällige Unterschiede jetzt zu deutschen Caches? Also ich glaube, es sind sehr viel einfacher und sie sind in vielen noch nicht so weit wie hier in Deutschland, also wir oder wie in, bei euch in Deutschland. Also hier gibt es eine ganze Reihe Bunker. Stellenweise alle 100 Meter ist da so ein kleiner Bunker. Das ist nichts Großartiges. Und ich weiß nicht, zwei oder drei sind bedost und der Rest ist nichts. Ne? Also da sind hunderte von Bunkern. Wenn ich mir so vorstelle, in Deutschland so eine Bunkerlinie, auch wenn sie noch so klein wäre,
Da leckt es sicher. Das wäre hier eine Cache-Reihe wahrscheinlich dann. Ja, ja, also es wäre, und die stehen wirklich so dicht, dass das wäre ein Powertrail, ne? Also da. Ja, aber immerhin gibt es ja wenigstens noch Lost Places dort. Also wir haben ja hier eher das Problem, dass außer in den östlichen Bereichen ja kaum mehr Lost Places existieren. Sind da noch andere Lost Places auch, die man noch machen kann? Oder ist das, bleibt das bei diesem kleinen Ding? Nee. Also es gibt hier sehr viele Lost Places. Also ich habe, weil ich halt wie durch das Cachen durch die Gegend gefahren bin auch, habe ich halt sehr viel auch gesehen hier in der Umgebung. Und bin dann an so einem, das ist ein altes Umspannwerk, glaube ich. Das haben die mal... Ja, da haben die einfach diese Transformatoren rausgerissen und der Rest steht mitten an so einem Feldweg, würde ich mal sagen, in so einem kleinen Wald. Ich habe auch schon gedacht, da einen Cache hinzulegen, aber also da sind die Fundamente, dass dieser Trafo drin stand, das geht da 3 Meter runter. Wenn man da runterfällt, da kommt man nicht wieder raus. Also das möchte ich nicht. Machst du solche Touren alleine oder hast du da inzwischen ein paar Leute gefunden, die das Hobby auch betreiben? Nicht mal, fast immer alleine. Also ich bin den ganzen Tag über mit Menschen zusammen und rede mit denen und dann ist das auch ein Ausgleich für mich. Ich bin im Büro tätig und ist ziemlich stressig. Und wenn ich dann am Wochenende mal hier bin, fahre ich dann ganz gerne los und habe da meine Ruhe. Ne? Also ich kann dann auch sagen, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich höre jetzt auf oder ich mache noch weiter oder ich fahre dahin oder weiß ich nicht. Ich mache diesen Cache nicht, weil da jetzt vielleicht, keine Ahnung, Leute rumlungern oder so, ne? Und da habe ich keinem Rechenschaft schuldig. Mach das so, wie ich das möchte. Was war für dich bisher das Merkwürdigste oder die merkwürdigste Situation, wodurch du durchs Cachen hineingeraten bist? Hast du irgendwas gemacht, was du sonst vielleicht dir nie zugetraut hättest und nie gemacht hättest, wenn es nicht hinterher den Punkt gegeben hätte? Also, ja, doch, das manchmal muss man jetzt überlegen. Also so gefährliche Situationen, sag ich mal, also wo ich bin nicht sehr sportlich. Also ich bin überhaupt unsportlicher Mensch. Und dann irgendwie so auf einen Baum klettern oder sowas und oder sich da irgendwo langhangeln und dann sagt man sich hinterher, eigentlich nur für den Punkt hast du das jetzt gemacht. Und aber jetzt, irgendwie war mal so eine Situation, da kann ich mich nur gut dran erinnern, ja. Aber jetzt fällt mir das gerade nicht so ein. Aber so auf einen Baum klettern oder sowas, das würde ich ja normalerweise nicht machen. Also. Und ich kann mich erinnern, also von diesen Bunkern, hier gibt es einen Bunker, der ist anders als diese anderen, ne? Der ist, also diese sind, wie gesagt, sind nur 2 Räume und dann geht rechts eine Schießscharte raus und links. Und ein Bunker, der ist genau unter so einem unter so einer Eisenbahnbrücke, der ist 2-stöckig. Da kommt man aber nicht ran. Man muss, also in 3 Meter oder 4 Meter Höhe fangen die Trittleitern erst an. Und ich habe mir eine Strickleiter gekauft und ein Seil und so, aber ich traue mich da nicht hin. Also ich sage mir immer, nein, das ist es nicht wert, dass ich da jetzt einen Cache lege, dass ich da vielleicht noch runterfalle und dann erst in 2 Jahren wieder gefunden werde oder so. Also, Also siehst du schon, dass man da auch in Situationen gelangen könnte, die vielleicht nicht ganz so optimal sind. Ja, das doch. Gerade wenn du allein unterwegs bist. Ne? Ja, eben. Deswegen fragte ich auch vorhin, ob du solche Touren wirklich immer alleine machst. Wenn man jetzt dort aber Community finden will, gibt es Events dagegen? Gibt es da regelmäßige Events, wie jetzt hier in Deutschland, wo ich ja das Gefühl habe, dass inzwischen jede Reise befeiert wird und jede Ankunft befeiert wird? Oder ist das da noch sehr unregelmäßig? Also es gab letztes Jahr, das war das Slovak Geo Award 2016. Da habe ich mich sogar angemeldet und bin auch da gewesen. Also ich habe jetzt keinen Vergleich. Es ist das erste Treffen überhaupt, wo ich gewesen bin, weil ich bin auch nicht so ein Eventgänger. Ich fand das jetzt sehr übersichtlich. Es waren wohl viele Leute da, aber jetzt nicht so überlaufen. Es gibt ja jetzt nicht in jeder Kneipe einen Stammtisch mit Geocachern oder solche Sachen, was man hier teilweise in Großstädten zumindest das Gefühl hat. Nee, das eigentlich nicht. Also wenn man das gerne möchte, findet man durchaus Events, wo man hingehen kann. Und also die haben sich auch wirklich Mühe gegeben. Ne? Also es war dann, ich bin da eigentlich hingegangen, es war so ein Vortrag über Tschernobyl, den habe ich mir angehört, auf Tschechisch. Ja, die Bilder habe ich verstanden, aber die Sprache nicht. Und dann war abends oder nachts, muss man schon sagen, so ein Night Game hieß das, da konnte man sich dann auch anmelden, das war auch ein Event. Das war so eine Art, wie heißt das, mit dem Handy, die Cache-Art. So in Richtung Ingress, sowas in die Art, oder? Wie heißt denn das? Verigo. Verigo, okay. Achso, okay, klar. Also das haben die auch sehr schön gemacht, ne? Auch, es war auch dreisprachig, also Slowakisch,
Deutsch, Englisch, konnte man sich dann zu einer Gruppe anmelden. Und also die haben da wirklich doch was gemacht, ne? Und ja. Wie ist das überhaupt sprachlich? Sind die Caches, auch die Tradis und so, dort auch mehrsprachig zum Großteil? Oder sind die von Slowaken gelegt? Oder sind das teilweise auch wirklich Touristen-Caches? Wie ist das da mit der sprachlichen Barriere beim Cachen? Ja, die ist sehr groß. Also das meistens ist es Slowakisch. Und ja, ich komme dann irgendwie, also naja, es ist auch ganz, vielleicht ist es auch ganz schön, ne? Also ich zum Beispiel erinnere ich mich, hier gibt es sehr viel alte jüdische Friedhöfe. Also wirklich, sagen wir mal, da ist kein Zaun mehr drum, die Grabsteine liegen im Wald. Und den ersten habe ich wirklich durch Zufall gefunden. Da habe ich den halt einen Cache rausgesucht, einen Tradi. Und bin da dahin und dann über die Grabsteine gestolpert. Ne? Also es war schon, ja. Mittlerweile habe ich 5 oder 6 Stück so alte Friedhöfe gefunden, wo so Caches liegen. Das ist schon interessant. Aber wie gesagt, die sind alle auf Slowakisch. Und ja, beim Tradi, gut, da hast du dann auch nicht viel, brauchst du nicht viel übersetzen. Ne? Das ist richtig, ja. Ja. Legst du Wert auf Statistik in irgendeiner Form? Hast du Interesse an Länderpunkten, an irgendwelchen anderen statistischen Dingen oder machst du das, was in der Nähe rumliegt? Ja, also Statistik eigentlich. Ich sage mir immer, nee, Statistik, das brauche ich nicht, ne? Aber ich bin jetzt bei 800 und ein bisschen was, 840, glaube ich. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, die 1000 voll zu machen. Also irgendwo bleibt das doch, also mit der Statistik, ist man vielleicht doch irgendwo da behaftet. Ländergeschichte, gehst du, fährst du bestimmte Länder nur wegen des Caches oder nur wenn du zufällig da bist? Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, ich bin, also wenn ich irgendwo in so ein Land bin, sehe ich zu, dass ich einen Cache kriege. Ja, und ich suche mir das auch vorher raus. Aber ich fahre jetzt nicht extra irgendwo hin, damit ich jetzt den Länderpunkt kriege. Das, Ja, man kann also. ja aus der Slowakei recht schnell in verschiedene Länder kommen, deswegen. Ja, gut, das, also wenn du hier kannst in einem Vormittag, schaffst du es hier 4 Länderpunkte abzugreifen. Ne? Also Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Das schaffst du in einem Vormittag locker mit dem Auto. Aber ich bin ja jetzt nicht hingefahren, um diesen Länderpunkt zu haben, sondern ich bin auch dahin gefahren, um das mal zu sehen, ne, wie das aussieht. Also dieses Austerlitz ist nicht weit weg von hier, sind glaube ich so 100 Kilometer von hier, 120. Das ist so eine, da hat Napoleon so eine große Schlacht gemacht, gehabt. Also da bin ich dann hingefahren, habe mir das angeguckt, wie das aussieht, ne, und dann die Caches mitgenommen. Also hingefahren bin ich dann nicht wegen dem Punkt, sondern weil ich das sehen wollte. Gut, wahrscheinlich wärst du auch ohne die Caches gar nicht auf die Idee gekommen im ersten Moment oder vielleicht gar nicht in die Ecke gekommen, oder? Das stimmt vielleicht auch. Ja, von der Seite habe ich das nicht betrachtet. Also, ja. Also. Ja, und gibt es jetzt irgendwelche Ziele, die du jetzt noch hast beim Cachen, dass du jetzt sagst, ich möchte doch nochmal vielleicht noch andere Sachen kennenlernen, in andere Länder oder in andere Gebiete oder eine besondere Cache-Art machen oder einen besonderen Cache finden? Hast du da irgendwelche Wünsche, wo du sagst, ach, das möchte ich vielleicht doch nochmal irgendwann machen? Ja, also, ja, gut, klar. Also, ich habe noch keinen Virtual, habe ich noch nicht. Und Webcam-Cache habe ich auch noch nicht. Und ich habe jetzt geguckt, wir fahren jetzt nächste Woche, fahren wir nach Schweden und da gibt es halt zumindest ein Virtual, habe ich gesehen. Das möchte ich noch gerne mal machen. Ne? Also, das, ja, das will ich mir gerne angucken. Logisch, weil man, die Ne? gibt's ja auch nicht mehr. Wobei es gibt ja jetzt sehr viel neue Virtuals Ja. durch diese eine Aktion von Groundspeak. Das heißt, ich glaube, 7.000 Stück sind zumindest weltweit jetzt wieder dazugekommen. Das heißt, die Chance ist auch höher, diese Cache-Art wieder zu finden. Gut, aber 7000, das finde ich alle in Deutschland wären, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele in Deutschland sind. Das ist Also, auch noch. wir haben in Hamburg einige mehr bekommen jetzt schon. Also da habe ich Gut. gemerkt, dass da doch plötzlich einige Sehenswürdigkeiten plötzlich wieder ein Virtual hatten. Das heißt, wer das Icon sucht, kann inzwischen ja auch wieder fündig werden, weil bisher war es ja eher eine aussterbende Gattung, logischerweise, weil die ja nicht mehr neu ausgestellt werden durften. Ja. Ja, ist immer wieder interessant, auf jeden Fall mal zu hören, wie das auch in anderen Ländern so abgeht. Aber du bist auch, wenn du in Deutschland bist, ja noch auf jeden Fall caching-technisch aktiv. Also das heißt, du hast auch deine Homes noch gar nicht leer gecached. Nee, ich habe auch jetzt nicht so das. Ich habe jetzt kein Interesse da, das alles leer zu räumen. Ne? Es ist eher so, dass ich irgendwo hinfahre und dann unterwegs gucke, was liegt rechts und links und dann Umweg fahre und dann den Punkt mitnehme. Ne? Also es gibt da so ein paar Cache. Also ich bin, wie soll ich sagen, bin Planer für Automobilfirmen
und bin in Zwickau gewesen und in Emden und und wenn ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich dann geguckt, wo fahre ich da lang? Ah, da kannst du mal da nochmal anhalten und habe dann auch schöne Dinge gesehen. Ne? Das ist dann sozusagen die Belohnung, ne? Dass du mal was Schönes siehst. Ne? Ja, absolut. Was war jetzt bisher der Cache oder die Caches, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind? Also wenn es das in der Art gibt, dein Lieblingscache, den du bisher gefunden hast. Gibt es da irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat? Entweder vom Ort her oder vom Cache selber, von der Konstruktion oder was auch immer. Also was ich besonders schön fand, das ist ein Cache im Harz oder im Vorharz, Königstein, bei Westhausen im Harz. Die gibt es auch noch. Das schlafende Kamel heißt das, glaube ich. Das kann man von der B6 aus sehen. Und das war so eine schöne Stimmung. Ne? Also es war so Sommer, die Grillen haben gezirpt und man ist da so hingekommen und das ist so ein Sandsteingebilde. Das sieht auch von ferne aus wie so ein Kamel, was so sitzt. Und das ist wohl schon seit der Steinzeit irgendwie von irgendwelchen Menschen als Opferstätte genommen worden. Und da habe ich, da weiß ich nicht, das hat irgendwie, das Feeling hat so gepasst und man hat so geglaubt, ne, man versteht da, dass die Steinzeitmenschen sowas als magischen Ort angesehen haben. Ne? Das fand ich sehr toll. Und bei uns hat es einen gegeben, oder ja doch, den gibt es glaube ich noch. Hinter den feindlichen Linien heißt der. Da war verschiedenste Sachen so verbaut, ne? Also man Stricke ziehen und reaktive Lichter und all sowas. Das war schön gemacht. Der bleibt mal, hat mir auch sehr in Erinnerung geblieben, ja. Das heißt, beim Cachen kommt doch immer wieder auch Überraschungen, wenn man mal zufällig guckt, ob was in der Nähe ist. Manchmal erlebt man da doch was anderes, als was man eigentlich erwartet. Ja, also ich habe gerade zu Anfang, war das von den ersten 50 oder 100 Stück, die ich hatte, was weiß ich, da ist ein Bunker, der vielleicht 5-6 Kilometer, wo ich wohne. Das wusste ich nicht, dass da ist. Und das war es wahrscheinlich. Ja, von den 2000 Leuten, die da wohnen, wissen es wahrscheinlich 3 oder so, ne? Könnte ich mir vorstellen. Also. Ja, das ist halt der Vorteil beim Geocachen, wie du ja schon vorhin sagtest, dass man die Orte erlebt oder erfährt, die man sonst vielleicht nie gesehen hätte. Also dieses Klischee stimmt tatsächlich und es bewahrheitet sich eigentlich immer fast jeden Tag aufs Neue, egal ob hier oder auch im Ausland oder wo auch immer. Man kommt wirklich irgendwo hin, wo man sonst niemals hingekommen wäre. Und du sagst selber, du hast schon ein paar Mal überlegt, in der Slowakei Caches zu legen. Hast du in Deutschland Caches gelegt? Hast du irgendwas schon überlegt, was du mal bedosen möchtest? Ja, ich habe eine Idee, aber ich bin dann, weil ich halt auch viel unterwegs bin und ich habe dann abgebrochen. Also das liegt noch alles bei mir im Keller. Ein Multi sollte das werden mit die Olsenbande, das kennt man. Kennst du das? Mhm, klar. Also der hat ja immer ich brauche für meinen Plan, keine Ahnung, einen Pfund Nägel, einen Schweizer Käse, einen Strick, ne? Und man sollte halt zu diesem Cache halt diese Dinge mitbringen und mit diesen Teilen, das sollte ein Multi werden, sollte man halt 10 Stationen sollte man zum Final gelangen. Aber ich habe, glaube ich, 6 oder 7 habe ich gebaut und 3 fehlen mir noch, oder 8 gebaut. Und das Auslegen ist war alles ein bisschen schwierig und naja, es liegt alles im Keller. Und da bin ich halt immer noch bei und möchte den gerne legen. Und aber irgendwie fehlt mir dann auch die Zeit und das ist noch ein Ziel, das möchte ich gerne machen noch. Wenn du das Ziel erreichst, sag gerne nochmal wieder Bescheid, weil das klingt zumindest sehr interessant und wieder anders als die klassischen Caches. Also ja. Ich denke, wäre schade, wenn sowas dauerhaft im Keller rumliegt. Also es hat, ich habe das mal einem Kollegen gezeigt und der hat den Kopf geschüttelt. Ne? Hat gesagt, also sowas hat er noch nie gesehen, solche Ideen. Ja, obwohl ich weiß ja nicht, also ich glaube, es gibt alles schon irgendwo mal, ne? Gut, aber es ist ja auch so, in einem Multi sind ja nun wirklich auch verschiedene Sachen gemischt. Und ich denke mal, gute Multis sind ja immer wieder sehr begehrt, weil viele Sachen ja auch inzwischen irgendwann archiviert worden sind oder aus anderen Gründen einfach nicht mehr gewartet werden können. Das heißt, da ist ja immer gut, wenn es neue Caches gibt. Und ich hoffe, dass dir das da auch dann eines Tages gelingt, weil das klingt wirklich interessant. Ja, ich halte mich ran. Ja, vor allem jetzt wissen es ja mehr. Jetzt können ja alle dann zurückfragen, da war doch mal was, da wollte doch einer mal was bauen, wann kommt denn das endlich? So schlimm wird es wohl nicht werden. Ach, mal gucken. Ja. Ja. Also ich habe noch ein Erlebnis vielleicht. Also ich habe, als ich hier angefangen habe, ich bin jetzt 2 Jahre bin ich schon hier und ich habe mal so einen Bericht gesehen hier über die Tierwelt und da habe ich mir so gesagt, ich muss, also es gab hier so verschiedene Tiere und da habe ich so 3 Stück rausgesucht, die wollte ich unbedingt mal live sehen. Ne? Also war eine Kreuzotter, der Bienenfresser und der Ameisenlöwe. Und Bienenfresser habe ich schon mal gesehen hier, Ameisenlöwe leider noch nicht.
Aber die Kreuzotter habe ich beim Cachen mal getroffen. Es war so im Herbst auch, da habe ich an so einem Bunker auch den Stein umgedreht und da lag die Kreuzotter unter und die sind ja sehr, sehr aggressiv. Mhm. Und ja, da habe ich den Stein wieder langsam zurückgelegt und habe den Tag dann ausklingen lassen, ohne Cachen. Also das, ja, und na, jetzt sind noch zwei Tiere zugekommen. Die Gottesanbeterin habe ich mittlerweile bei so einem Earth Cache gesehen und einen Ziesel wollte ich mir auch noch mal gerne angucken. Also, und das sieht man halt auch wirklich nur, wenn du cachen gehst, ne? Also. Absolut. Vor allem auch in anderen Ländern gibt es eine andere Flora und Fauna. Das darf man genau. Auch nicht unterschätzen. Also immer vorher informieren, in welchen Gegenden man sich so rumtreibt. Ja. Ja, dann danke ich dir für diesen Ausflug, sowohl in deine Homezone als auch in deine Arbeits-Homezone, sag ich mal. Ja. Und wie gesagt, wenn du den Keller irgendwann dann ausgeräumt hast, sag gerne mal Bescheid, wenn dein Cache gepublished ist. Ich denke. Ja, werde ich machen. Vielleicht interessiert das ja ein paar Leute. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, du hörst weiterhin unseren Podcast und wenn sich was Spannendes tut, einfach mal wieder melden. Na, auf jeden Fall. Ich danke dir. Danke. Mach's gut. Ciao. Ja, vielen Dank, Klaus, für diese Information. Es ist immer interessant, wie unterschiedlich in verschiedenen Ländern das Cachen so vor sich geht. Ja, dann kommen wir zu der Lost Place Tour, die ich bereits angekündigt habe. Wir machen ja alle paar Monate mal so eine 1-2-Tages-Tour zu Caches in ganz Deutschland, die uns interessieren, fahren da zusammen hin, denn ich finde es immer etwas merkwürdig, dass man mehrere hundert Kilometer wegen eines Caches fährt. Und deswegen suchen wir uns dann natürlich auch im Umfeld dieser Caches schöne andere Plätze aus, wo auch gute Caches liegen. Das heißt, ja, wir haben ein volles Programm gehabt und haben uns dann in einem Diner getroffen und noch einmal das ganze Revue passieren lassen. Und da brauche ich vorher gar nicht so viel zu erzählen. Ich denke, da hören wir nochmal kurz rein. Ja, den Hintergrundgeräuschen nach sitzen wir jetzt vielleicht in einem geheimen Stützpunkt. Ach nee, das war ein anderer Podcast, den gibt es ja nicht mehr. Aber wir sitzen tatsächlich ja, gemeinsam in einem Stützpunkt, nämlich in einem Diner, noch etwas weit von der Heimat. Und warum sitzen wir hier und mit wem sitze ich hier? Wir waren mal wieder auf Tour. Mit auf Tour waren? Fienteig. Wir waren Haha. Papa Lotta. Ja, und meine Wenigkeit war natürlich auch dabei, sonst würde ich hier nicht wieder am Tisch sitzen. Ja. Was haben wir gemacht? Was haben wir vorgehabt? Carsten, was war unser Plan? Ja, wir hatten schon länger eine Tour geplant, die uns Richtung Frankfurt führen sollte. Und dieses Wochenende war es soweit. Ja, und wir haben schon auf dem Weg dorthin einige schöne Sachen gemacht. Und das fing eigentlich schon ganz nett an. Ich glaube, einer der ersten Caches war das TB-Hotel ab in die Hecke. 5DMYG, oder? Das war, glaube ich, der Anfang. Ja, das stimmt. Ich kann mich da schon kaum noch dran erinnern, weil wir so viele geniale Sachen in den letzten zwei Tagen gesehen haben. Da sollte man hinterher wieder etwas genau zurücklegen. Ich glaube, das war das. Ganz ehrlich, ich weiß noch, wie es von außen aussieht und genau, wo der Standort ist. Aber ich weiß nicht mehr, wie es hinter der Tür aussah. Das war doch das Ding, wo wir ein bisschen Elektrik gespielt haben. Oder? Nee. Ich glaube, du verwechselst das jetzt selber. Okay. Nein, das war nicht das. Das war ohne Elektrizität. Okay, das ist, ich hätte jetzt das gesagt, das war das mit dem Love-Mobil. Nein. Genau. Man sieht, nach zwei Tagen Cachen sind wir schon leicht verwirrt. Ich jetzt meine halt nur die wichtigen Dinge. Ja, ich bin gerade sehr irritiert. Woran du mich so erinnerst. Auf jeden Fall habe ich dem TB-Hotel einen Favoritenpunkt gegeben. Das heißt, es muss gut gewesen sein. Aber es ist ja schon mehr als 4 Stunden her und soweit reicht anscheinend. Von dem Scharnier. Mit dem Südost, nee, Europa, Welt. Ah, okay. Das ich habe ehrlich gesagt, ich habe da gerade telefoniert und habe das vielleicht gar nicht so wirklich wahrgenommen. Es war jeweils ein schöner Start mit einem guten TB-Hotel. Genau. Mhm. Ja, und man konnte auch ein bisschen das covern, aber sowas interessiert mich ja nicht, denn ich bin ja kein Statistiker. Haha. Ne? Ha. Was war das nicht mit euch? Wieso haha? Weil du dieses Wochenende discovered hast wie ein Blöder. Ich war völlig irritiert, weil ich gar nicht weiß, wie es plötzlich dazu kommt. Ich weiß das hast du ja auch vorher noch nie gemacht. Und wir haben gestern Abend Geocaching-Quartett gespielt, also bitte. Das stimmt. Das war auch nochmal. Dann hatten wir noch Einhalten bis zum Ratzplatz. Der war gut, da weiß ich auch, welcher das war. Da sind wir zur Darmtoilette. Richtig. Ja, das der war ganz, ganz toll. Da sollten wir jetzt auch gar nichts spoilern. Der war vor allem auch ein richtig guter Rastplatz-Cache. Genau. Von dem man ja eigentlich nie was Gutes gewohnt ist. GC6T GZJ, wenn ich mal machen möchte. Also keine blöde Dose hinter der Leitplanke. Genau. Amüsant fand ich, dass die Cacher vor uns den nicht gefunden haben. Na gut, die haben ein DNF gelockt. Es ist kein kann ja mal passieren. Der war wirklich in der Pissecke. Aber nicht in der... Aber man kann drüber lachen.
absolut. Und es ist kein klassisches Versteck. Kennt man schon inzwischen, aber schöne Idee, man muss schon dreimal hingucken. Und tretminenfrei. Das stimmt. Ist ja eine offizielle Toilette. Ja, dann hatten wir, da muss ich jetzt überlegen, noch ein TB-Tresor, GC5HZV8. Ja, und ich glaube, das war dann der, wo man ein bisschen Elektriker spielen musste. Mhm. Und du hast es am Ende geschafft. Genau, und das hat auch richtig Spaß gebracht, das war auch ganz toll. Also super gemacht, also auch wieder natürlich so ein Standardkasten, das kann man sagen, aber es geht ja immer darum, was da drin genau. ist. Genau, grandiose Idee, toll umgesetzt, super. Da muss der Owner in der Branche arbeiten, oder? Ja, genau. Das waren auch schon sehr spezielle Sachen, die bekommt man auch nicht im handelsüblichen Baumarkt. Also da muss man schon irgendwas mit der Branche zu tun haben. Absolut. Ja, an dem Tag haben wir weitergemacht. Wir haben jetzt schon 1600 Favoritenpunkten abgearbeitet. Das heißt, das ging ganz schnell an den Tagen. Und wir bekommen erstmal unser Essen. Ja. Ja, danke schön. Danke. Das heißt, heute machen wir es wirklich. Wir essen beim Podcast. Das ist super. Besteck haben wir ja. Ja, nee, wir haben wirklich in den zwei Tagen so viele Sachen abgearbeitet mit hohen Favoritenpunkten. Es war Wahnsinn. Also, an dem Tag war auch noch, weil wir kommen zum Highlight des Tages zum Schluss, das verschraubte Geopost Office. GC6F5HD. Und dort haben wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, durch die Anzahl von uns die Cash-Zeit geviertelt, ja? Richtig. Als wenn man da alleine gewesen wäre, dann hätte man wohl doch etwas länger gebraucht. Aber ich habe auf jeden Fall mich gewundert, der hat einen Schwierigkeitsgrad von 4,5. Das war mit 4 Personen wirklich nicht das Problem. Aber das war auch mit Dankeschön. Wäre auch mit einer Person, glaube ich, nicht. Nicht das Problem. Also nicht. Das ging schon. Ja, war zwar dann zeitaufwendiger, aber genau. Schwieriger wäre es nicht geworden. Und das war übrigens das mit dem Love-Mobil. Genau, da erinnere ich mich auch wieder sehr gut dran. Ja. Ja, das war merkwürdig. Da dachten die wahrscheinlich immer, die kriegen Besuch. Und in Wirklichkeit war es nur Kescher. Obwohl da ja auch eine Familie unterwegs war. Nicht beim Love-Mobil. In der Nähe, ja. Ja, was hatten wir noch? Wir hatten noch einen Kinder-Puzzle-Cache, der war auch ganz nett. Nämlich im Wald war der. GC3AXR4, was war der? Im nicht vorhandenen Wald. Ja, und da waren auch die Hints und Hinweise nicht mehr auf die Station gemünzt, an der wir es gefunden haben. Auch gut getarnt. War ja auch laut Hint. Nämlich gar nicht. Ja. Ja, bevor wir zum Highlight kommen, machen wir erstmal nochmal die drei Caches des ersten Tages, die wir hinterher gemacht haben. Ihr habt noch zwei gemacht, die ich ja leider schon hatte. Mhm. Da habe ich jetzt den Namen nicht hier, aber die habe ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Nämlich einmal. Also ein Daniel Düsentrieb und noch irgendwas. Weiß ich jetzt gerade nicht. TB-Hotel, Sazan. Ach ja, Sazan 5 Star oder sowas. Genau. In der Richtung. Genau. Ja, den habe ich ja schon gemacht. Was hat uns da erwartet, ohne jetzt groß zu spoilern? Das waren beide sehr schön gemachte Sachen. Schön gemachte Caches. Der erste hätte auch gut in den Norden gepasst. Absolut. In die Küste. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Ein multimedialer Cache. Ein multimedialer Cache. Viel Elektronik war vorhanden. Ja. Genau. Ja, der war toll. Ja. Bei dem anderen brauchte man etwas Geduld bei Daniel Düsentrieb. Ja, aber das hast du ja recht schnell hingekriegt. Nee, das hat Stefan gemacht. Eine ruhige Hand und etwas Geduld. Passt. Ah ne, du hast es gemacht, okay. Hat Stefan gemacht. Ja, dann ist es ja klar, der Schläge. Der Stefan kann sie. Ja. Dann hatten wir noch am Abend einen interessanten Cache, eine Trainingsleitplanke. Die fand ich von der Idee originell, weil man erwartet ja Leitplanken an der Straße in einem Stück in Längsrichtung aufgebaut und dort war es nicht so. Wir brauchen jetzt eine Wort was abgesichert, würde ich vermuten. Und dadurch war die Leitplanke in einer komischen Form. Man konnte wirklich üben, wie man einfache Dosen an Leitplanken findet. Richtig. Lustige Idee, da fehlte mir aber so ein bisschen etwas i-Tüpfelchen. Aber die Idee war schon mal schön. Und so einen Ort zu finden, halte ich für gar nicht so einfach. Auf jeden Fall sehr kurios für die Location. Ja, GC4QAFH, wen das nochmal interessiert, wer ein bisschen Dosen suchen, Dosen greifen, üben möchte. Ja, dann kommt eins der Highlights des Tages. Bevor wir zu unserem Hauptcache kommen, weshalb wir ja in diese Gegend gefahren sind.
Wir haben die Goonies gemacht. Das war deine Idee, weil du kanntest den Film. Genau. Und was hast du da erwartet dann in dem Moment erstmal? Oder? Also, die Goonies ist ja ein Film so aus den, ich glaube, 80er Jahren von Steven Spielberg. Ein sehr netter und abenteuerlicher Film. Ich fand den früher ganz toll. Und vom Listing des Cash her sah das auch schon so aus, als hätte das alles tatsächlich sehr viel mit diesem Cash zu tun. Und letztendlich war es dann auch so. Aber so ganz viel können wir da jetzt natürlich nicht verraten. Man hätte aus dem Cash drei Caches machen können. Ja. Ne? Man hätte, also das war schon wieder ganz, ganz viel tolle Ideen. Es waren viele Ideen verbaut, ja. Gut umgesetzt. Ja. Es war Mechanik, es war Elektronik, es war ein bisschen Rätseln war dabei. Es war auch sehr an den Cash, an den Film angelehnt. Es war wirklich toll. Man hätte auch noch auf eine lustige Art und Weise locken können oder Fotos machen können von sich. Aber darauf haben wir verzichtet. Nein, war wirklich auch toll. Lohnt sich auf jeden Fall. Nicht nur für Leute, die Goonies kennen. Das kann jeder locken, jeder spielen, jeder mitmachen. Wirklich schön gemacht. Und auch dort wieder auf einem Privatgelände, wo die Kescher geduldet sind. Also man konnte in Ruhe, ohne Angst und ohne Probleme locken. Was auch witzig war, da war noch so eine kleine Müllhalde vor. Oder wie nennen wir das? Ein Cash-Versteck, Vorratslager. Genau, ja. Ein Schrottlager, das eigentlich nur aus Cash-Versteck, aus Dosen bestand, also aus diesen Wasser, wie nennt man die denn? Wasserablöseschilder. Ja, Wasserabscheider, ja. Gussdeckeln. Aber wir haben nichts mitgenommen, aber man hätte das da alles mitnehmen können. Ja, also das war schon eine interessante Location auch schon wieder in irgendeiner Form. Und hatten wir noch einen anderen Cash, ja, da hatte ich am Ende ein bisschen körperliche Schmerzen. Wir verraten ja nicht viel, aber das ging doch auf meine Muskeln. Denn der Cash, der eine Düsentriebs-Fitness-Test, die Fitnesspause, Entschuldigung, GC5K2A9, Pause halte ich dort für die falsche Formulierung. Naja, es ist ja eine Pause von einer langen Autofahrt und insofern ist das dann schon sehr vernünftig, wenn man das da mal macht. Dann nennen wir es mal eine riesige Konstruktion, die man selber betreiben muss. Und da war ja das Gemeine, ich habe mich dann natürlich freiwillig bereit erklärt. Und hinterher hat dann der liebe Papalotta festgestellt, man hätte mit einfachen Mitteln die Kraftersparnis halbieren können. Mindestens. Die Kraft aber halbieren können, definitiv. Ja. Aber da waren wir sehr, sehr überrascht. A war der Standort merkwürdig. Es war mitten auf einer Oase zwischen der Autobahn und dort war es extrem grün und extrem laut, also sehr merkwürdig. Und auch der Cash war so laut, den hätte man, glaube ich, woanders gar nicht platzieren können. Mhm. Also das aber wahrscheinlich stand er genau deshalb dort. Da hat auch der Owner ziemlich viel Aufwand betrieben, den Cash vor neugierigen Blicken zu schützen. Also er hat auch den Zuweg sozusagen. Die Kescher-Autobahn gekennzeichnet. Die Kescher-Autobahn, wo man nicht langlaufen soll, auf jeden Fall gekennzeichnet. Also da hat er wohl schon sehr viel Vorsicht walten lassen. Was auch gut war. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn man in der Nähe ist. Allein der Cache war schon eine Freude, außer für mich. Ja, als Zuschauer hätten wir natürlich auch unsere Freude gehabt. Man muss dazu sagen, es wurden Handys gezückt, es wurden Videos gedreht, es wurden Aufnahmen gemacht, ja. Wie ich mich abquälte. War schon sehr spaßig. Aber leider ist diese WhatsApp-Gruppe geheim und natürlich wird er nicht gespoilert. Das ist nur zu unserem eigenen, nein, zu eurem eigenen Spaß. Ja, und der Cache, weshalb wir in die Gegend gefahren sind, wo wir uns auch angemeldet hatten für den ersten Tag, war die Akte 69 ungeklärt. GC66XA0 von den Finkenpiraten und Friends. Ja, und da sollte man ja laut Listig als Kriminalkommissar ein Rätsel lösen. Und wir wussten eigentlich gar nicht so ganz genau, was uns erwartet, oder? Hatte irgendjemand da... Doch, wir wussten das schon. Doch. Also Patrick wusste das nicht. Okay, Patrick war wie immer nicht vorbereitet. Also ich hatte das Listing gelesen natürlich und auch ein bisschen in alten Logs gestöbert und mir war schon klar, worum es so ungefähr geht. Und auch, dass es wohl in irgendeine Location reingehen würde. Auch da wieder ein Lost Place, der aber mit Genehmigung war. Wir hatten Zutrittsrecht, wir hatten Zutrittsmittel, wir konnten also problemlos uns dort umsehen und Spuren suchen, recherchieren und ähnliches. Man muss dazu sagen, es war etwas anrüchig. Oder? Der Cache ist auch erst ab 16.
Ja, oder heißt Akte 69. So weiß man, um was es geht. Ja, hinterher zumindest war es ja klar. Ja, ohne jetzt zu spoilern, es waren viele Stationen, es war wirklich zeitweise gar nicht so einfach, die Hinweise zu finden. Aber es, wir haben es dann mit vereinten Kräften eigentlich ganz gut geschafft, sag ich mal. Doch. Wir sind dann in der Zeit durchgekommen, die etwa im Listing steht. Genau. Also knapp der Zeit. Es hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Wir sind an keiner Station komplett verzweifelt. Irgendjemand hatte immer eine Idee. Und ja, so sind wir tatsächlich bis zum interessanten Final vorgedrungen. Ja, und ich war der Schlüsselmeister. Ja, genau. Man musste echt aufpassen, nicht durcheinander zu geraten. Und vor allem, was interessant war, das ist ja kein Spoilern, man musste ja viele Sachen machen und hinterher wieder zurückbauen. Und dafür, das fand ich toll, auch da mal Lob an die UNA, es gab Zurückbauanleitungen und Anweisungen, wie man den Cache wieder in den Urzustand bringt. Und ganz ehrlich, es gab da ein, zwei Stellen, was man wieder wohin und wo reinpacken musste, da konnte man durcheinander kommen. Ja, alles recht. Ja, alles gut, danke. Ja, ich kann hier sowieso mal Lob an die UNA aussprechen, auch jetzt schon, obwohl wir von denen dann ja noch einen Cache gemacht haben. Also es war einfach ganz genial, was die uns da geboten haben und auch anderen Cachern da bieten. Das ist sicherlich ein ganz großer Aufwand, das auch alles zu warten. Vermutlich auch mit Kosten verbunden, die nicht zu unterschätzen sind. Und es war einfach toll. Also ich finde das total klasse, wenn jemand so viel Mühe investiert, um anderen da so einen, ja, so einen Spaß zu bieten. Und auch richtig viel Zeit und letztendlich auch Geld. Natürlich. Aber wie die Rahmen, also es ist ja nicht nur dass du da die Hinweise finden musst, sondern die ganze Location war ja eigentlich einzig auf dieses Thema abgestimmt. Ja. Da wurde dekoriert, ausgestattet. Eingerichtet. Ja. Ja. Das war echt genial. Also. Vor allem, dass man so eine Location auch findet und dann das hinbekommt, dass dort auch wirklich gecached werden darf. Wir haben uns natürlich zwischendurch auch mal ein bisschen gefragt, ob das denn alles aus den Besitztümern der UNA stammt, aber naja, das ist nur ein kleiner Scherz am Rande. Ja, wir hoffen da einfach. Ja, und dann ging es irgendwann auf des Tages zum Gaulskopf. Ich glaube, da wir waren mitteilungsbedürftigen Hotelier. Also es war kein Cache, das war ein Hotel. Schon das Buchen dieser Unterkunft war etwas spaßig. Auf die E-Mail mit Namen und Buchungswunsch und so. In die E-Mail schrieb ich noch rein, dass ich gerne eine Bestätigung hätte. Die Antwort war bestätigt. Und dann noch der Name darunter. Also solche kurzen E-Mails erhalte ich eigentlich äußerst selten. Aber letztendlich hat das geklappt mit der Unterkunft. Ja, und dann wollten wir abends noch entspannt dort im Restaurant etwas essen. Nein, wir wollten erstmal in dem Restaurant einen Kaffee trinken. Das hätten wir auch tun können. In dem Hotel wollten wir. In dem Hotel, genau. In dem Hotel wollten wir einen Kaffee trinken. Das hätte funktioniert. Aber einen Kuchen dazu, den gab es leider nicht. Es gab tatsächlich nur Kaffee und das war uns dann doch zu wenig. Haben wir dann woanders gemacht. Aber abends hätte man dort ja entspannt was essen können, weil im Internet stand ja, es ist ein Restaurant, oder? Mhm. Weil da gibt es aber gerade keinen Koch. Also gab es auch kein Essen. Ja, dann fährt man zu einem Griechen in der Nähe. Aber der drei Tagen Urlaub hat. Aber dank Tante Google konnten wir dann noch essen gehen, haben einen sehr schönen Griechen gefunden mit Sitzgelegenheit, der wirklich gut war. Das war völlig in Ordnung. Die konnten wir den Tag zumindest sehr entspannt. Nur die Gäste waren ein wenig laut. Ja. Und die Dame, die Bestellung aufgenommen hat, war ja auch ein bisschen komisch. Die konnte ja nur gegen den Uhrzeigersinn Bestellung aufnehmen. Das hat ich wieder verdrängt. Ja. Das war sehr lustig. Und du warst noch nicht fertig, hast noch keine Bestellung im Kopf sozusagen. Und sie wollte unbedingt warten, bis du fertig bist, sonst hätten sie die Bestellung links rum aufnehmen, wenn die rechts rum aufnehmen müssen. Und sie nimmt die Bestellung mal links rum auf. Das geht ja gar nicht. Nein, das geht gar nicht. Ist euch mal aufgefallen, immer wenn wir irgendwo unterwegs sind, passieren komische Dinge. Meinst du, dass wir das anziehen? Oder dass es womöglich an uns liegt? Das war jetzt meine Frage. Wir waren ja diesmal nicht im Osten oder wir waren zumindest in weiten Landschaften. Aber irgendwie wundert es mich, dass wir immer merkwürdige Dinge erleben. Weil es geht ja noch weiter. Wir hatten ja auch im Hotel noch vierbeinige Freunde. Stimmt. Was war denn das? War da Dienstag oder was?
das war noch nicht mal der ortsansässige Beagle-Club, sondern das waren der deutschlandweite, Beagle-Club oder Beagle-Laborversuch. Wir retten Beagles vor Laborversuchen-Club, war das. Und da waren also Teilnehmer scheinbar aus ganz Deutschland. Also da standen auch Autos aus Lüneburg, aus Uelzen, aus Hamburg und aus keine Ahnung wo. Und die bevölkerten quasi außer uns, glaube ich, das ganze Hotel. Ich glaube, andere Leute waren da gar nicht. Mit ihren Hunden. Mit ihren Hunden. Und die hatten dann auch, nicht einen Hund teilweise, die einzelnen Teilnehmer, sondern die hatten auch gerne 2 oder 3 Hunde, die sie dann an der Leine da morgens durch den Frühstücksraum führten. Ich hatte mich etwas gewundert, weil sind bei Versuchstieren immer nur Beagle oder wie? Weiß das jemand? Nein. Keine Ahnung. Ist das die Hauptrasse? Ich meine, es ist schon merkwürdig, wenn ich jetzt vielleicht eine, die sich besonders eignet. Weil wenn ich Tiere retten will, geht es ja meistens nicht um eine Rasse. Na egal, auf jeden Fall war das auch ansatzweise skurril, sagen wir mal vorsichtig. Auch die Zimmer waren interessant. Ich durfte meinen Fernseher am Abend noch zusammenbauen. Wieso lag der in Einzelteilen da mit Bauanleitung? Ja, da war alles abgetrennt. Sämtliche Steckdosen musste ich erstmal suchen und das Antennenkabel durfte ich erstmal zusammenbauen und wieder einstecken. Und ganz toll waren auch die, ja, ich mag es kaum Badezimmer nennen, also das war eher eine Nasszelle, das war aus einem Guss quasi alles in Plastik, Boden, Wände, Decke, alles so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aus einem Guss eben, also das war schon sehr skurril. Wo kannst du dir, während du auf Klo sitzt, die Hände gleichzeitig waschen? Das konnte ich nicht. Aber wenn ich mich über das Waschbecken gebeugt habe, stieß ich automatisch mit dem Hintern gegen die Tür, die gleich wieder gegen die Heizung knallte. Ach, du warst der Lärm. Und du hattest dein Fenster auch noch zum Aufenthaltsraum. Stimmt, mein Fenster ging in den Aufenthaltsraum. Zum Gemeinschaftsraum. Blick in den Gemeinschaftsraum, ja. Das war schon, es war nicht schlecht, um Gottes Willen, aber es war merkwürdig zumindest. Man konnte drin schlafen. Ja. Man konnte schlafen, das WLAN hatte auch leichte Aussetzer. Es war temporär verfügbar. Ja. Ja, und das Frühstück war okay. Es gab zum Beispiel, also wir kriegten auch mit, wie eine Dame beim Frühstück fragte, ob es außer Butter auch Margarine gäbe. Natürlich nicht. Die gab es nicht. Also es war sehr übersichtlich. Die hatten auch einen ziemlich guten, von der Optik her, einen guten Kaffeeautomaten, ne? Der, glaube ich, sämtliche Espresso-Sorten und alles Mögliche, was man sich so wünscht, hätte können. Der wurde nicht benutzt, ne? Aber der wurde nicht benutzt. Der wurde nur zum Wasser aufkochen oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, die waren ja nicht unfreundlich und preislich war es auch in Ordnung. Also wir waren eigentlich froh, dass wir da waren, aber es war schon wieder anders, als man eigentlich vielleicht gedacht hätte oder erwartet hätte. Wobei, auf unserer letzten Tour hatten wir komische Kneipen und komische Tanzszene und merkwürdige Schreibfehler auf Restaurants und wir haben ja immer sehr merkwürdige Sachen. Aber das Ganze macht das ja auch, das macht das Ganze ja auch so lustig. Das heißt, dann hatten wir eine ruhige Nacht und konnten dann heute. Auf jeden Fall hatten wir ein ordentliches Frühstück und konnten morgens wieder voll durchstarten. Richtig, mit neuer Motivation. Und wir fangen jetzt mal mit dem zweiten Hauptcache an. Der eben hatte ja auch an die 1800 Favoritenpunkte. Und der von heute liegt ja auch schon bei 1550 circa. Da ging es um den falschen Major. Und das sind, glaube ich, dieselben Owner gewesen, oder? Ja. Also GC-Code 5N21N. Ja, und wir waren ja immer am Überlegen, ob man das von Vortag noch toppen kann oder den Level halten kann. Und das kann man eigentlich, glaube ich, ganz schnell beantworten, oder? Ja, der falsche Major war auch wieder eine ganz tolle Geschichte erstmal um den ganzen Cache, um das ganze Rätsel herum. Und die Location war wieder auch auf Privatgrund, also auch dort brauchte man wieder einen Zugangscode, einen Schlüssel und so weiter und so fort. Und es war einfach toll. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, der eine Cache oder der andere Cache war besser, weil die beide total genial waren. Aber eigentlich war der Cache viel zu schnell vorbei, ja, gefühlt. Also das ging wirklich schnell. Wir waren schnell. Aber auch recht gut, das muss ich dazu sagen. Wir waren richtig gut, das glaube ich auch. Wir haben 1,5 Stunden gebraucht. Wobei man sagen muss, ja, Papalotta hat euch das Einstiegsrätsel so schnell gelöst. Habe ich? Ja, dieses Sortieren dieser Nummern. Achso, bei dem anderen war das aber. Das war bei dem anderen. Das war bei dem anderen. Bringst ja schon mal wieder alles durcheinander. Echt traurig, oder? Ja. Hast also recht, wirklich. Entschuldigung. Das ist doch erst heute Morgen gewesen. Nein, also wie gesagt, trotzdem war der
sehr, sehr viel straighter, sag ich mal, als der gestern. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das heißt, wir hatten sehr, sehr gute Hinweise und auch immer, wo es weitergeht, wo man die nächsten Rätsel lösen musste, wurde klar definiert. Ja. Und wenn man weiß halt, wie die Owner so ungefähr, sag mal, ticken, dann geht das ja. Dann kommt man, wenn man das alles befolgt, was da auch einem vorgegeben wird und auf alles achtet, was da irgendwo steht, kommt man da ganz gut durch. Also da ist keine Station dabei gewesen, wo man irgendwie, ich sag mal, wo irgendwo Schwierigkeiten hervorgerufen werden durch die Owner. Also man muss auch nirgends zweifeln, ist das jetzt so oder so gemeint, sondern es ist immer alles wirklich klar ausgedrückt und man weiß eigentlich immer genau, was man zu tun hat und wo man suchen muss. Und ist auch alles so aufgebaut, dass du nicht den Final zufällig nach 10 Minuten findest oder irgendwie so zufällig, sondern alles so aufgebaut, dass es auch Schritt für Schritt. Genau, also man kann wirklich jede Station total genießen und da sind einfach tolle Stationen dabei. Und auch dort bewegte man sich ja auf dem Lost Place im Endeffekt und von oben nach unten, von links nach rechts hat man alles wirklich durchsuchen können und anschauen können. Und was man dazu sagen muss, was ich gut fand, die Sachen waren recht gut, nennen wir es mal gesichert, abgesichert. Ja, genau, das heißt, das fand ich auch Sachen, wo man nicht rein durfte, rein sollte, waren wirklich auch verschlossen. Sachen, wo man das machen hätte falsch machen können, wurden so aufgebaut, dass man nichts falsch machen konnte. Also wirklich eine super Vorarbeit, die dafür ohne geleistet ist, um diesen Cache auch lange zu erhalten und nicht, dass irgendwelche Idioten da komplett aus dem Ruder laufen. Also da konnte man eigentlich gar nicht viel falsch machen. Und wenn absichtlich in die falsche Fährte gelockt wurde, wurde es lustig aufgelöst. Also sehr, sehr, sehr geschickt gemacht und auch ein ganz tolles Final am Ende. Also wirklich sehr, sehr... Auch wieder viel mit Deko gearbeitet. Viel Technik. Viel passende Sachen. Passende Thema alles aufbereitet. Auch wieder viel Technik, so verbaut, dass man es nicht gleich sieht. Genau. Und wirklich stimmungsvoll, teilweise auch ein bisschen gruselig sogar. Und es ist sowieso auf solchen, wir haben uns auf diesem Gelände, da wir ja auch hinter uns wieder das Gelände abgesichert haben, haben wir uns ja mehr oder weniger alleine bewegt. Und das ist ein riesen Vertrauensvorschuss. Und das ist auch ein Vertrauensvorschuss natürlich für den Owner, aber auch für uns natürlich ein interessantes Gefühl, alleine in diesem Areal zu sein. War ja auch schon bei dem Akte 69, war es ja auch so beim Final. Ja. Wo du da die Getränke hattest und die Coins. Ach, das ja, war genau. Alles auf mehr oder weniger Vertrauenskasse. Das war ganz, ganz, ganz toll, dass man bei dem gestrigen Cash am Ende Coins bekommen konnte und auch gegen eine Spende was trinken konnte. Gab es schon öfter mal auf Stage, das habe ich oft gehört. Aber es ist einfach eine ganz charmante Idee, dass man am Ende eines solchen Caches nochmal belohnt wird. Und da kann man auch nur hoffen, dass auch alle weg spenden und ihre Sachen bezahlen. Aber ich denke mal, das wird eigentlich, solange nicht irgendwo was aufgebrochen oder eingebrochen wird, einigermaßen funktionieren. Denn die Owner haben eine gewisse Sicherheit, weil sie auch wissen, wer sich wann worum getrieben hat. Das weiß man ja schon. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Auch der Major war, wie gesagt, ein Highlight. Ja, dann wolltet ihr unbedingt, dass ich meine Lockpicking-Fähigkeiten ausprobiere. Nicht ausprobiere, sondern endlich mal zeigst, was du immer nicht nur redest, sondern... Und dass beim Cache der Lockpicking extrem nichts für schwache Nerven heißt, vom Barfußmann, GC4 WPXK. Ja, und ich hatte eine Art Lockpicking-Werkzeug mit, Details möchte ich da nicht nennen, aber ich habe das Schloss in welcher Zeit öffnen können? Ja. 2 Minuten. Ziemlich schnell. Das waren keine 2 Minuten, bitte, ja? Das war deutlich weniger als 1 Minute, würde ich schätzen. Würde ich auch mal sagen. Also wir konnten einmal um das Versteck herumgehen. Sagen genau, also wir konnten das Versteck öffnen und auch dieses Versteck war groß und auch dort steckte eine gruselige Überraschung hinter, eine packende Geschichte, eine, ja, natürlich mal ohne Technik fast eine grenzwertige Geschichte hinter. Ja, muss aber man schon sagen, vor allen Dingen, weil wir in diesem Fall überhaupt nicht darauf vorbereitet waren. Gar nicht damit gerechnet hätten. Übrigens auch nur ab 16, glaube ich, oder ab 18 sogar, ich weiß es gar nicht mehr. Kinder, also man sollte Kinder, nicht mit Kindern dahin gehen. Genau. Ja. Zurecht. Auf jeden Fall angebracht, der Hinweis. Ja. Genau. Ich weiß auch noch selber noch gar nicht so recht, was ich davon halten soll. Also einerseits auf jeden Fall Cash, auf der anderen Seite auch, ja, grenzwertig. Aber recherchetechnisch und aufwandstechnisch sehr hübsch in Szene gesetzt. Und hübsch bitte in Anführungszeichen, sehen nicht ernst gemeint. Aber wie gesagt, gibt schöne Fotos in unserer WhatsApp-Gruppe, da freuen wir uns später dran. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann mag ich ja gerne Caches, wo
Dinge sehr schön in die Umwelt eingearbeitet werden, dass sie einfach so sich von selbst tarnen, auf Deutsch gesagt, getan sind, dass sie einfach dazugehören, wenn sie immer da wären. Und da hatten wir einen gefunden, der heißt auch passenderweise Chamäleon-Effekt. GC3FBPV. Und da hatte Papalotta den richtigen Pick. Also, sowas ist eigentlich immer wieder schön. Das ist doch Geocachen, wie es Spaß macht. Simpel gemacht eigentlich, aber. Also sowas an der Art hatte ich eigentlich auch erwartet bei dem Cachen. Das ist auch einfach ratsam, einfach sich mal hinzustellen, 2 Meter von denen, oder einfach mal nicht zu suchen sozusagen, sondern einfach sich hinzustellen und zu gucken, was ist denn hier ungewöhnlich. Und dann einfach zuzugreifen quasi. Was nicht hin? Gibt's in Hamburg ja auch. Oder was ist zu viel? Aber es ist immer wieder schön, solche Kälte zu sehen. Weil das sind einfach Sachen, die man irgendwann auch einfach mitkriegt oder sieht, wo man dann wirklich sich freut. Vor allem, das ist auch so simpel eigentlich gemacht. Also, da steckte nicht wirklich, also ein bisschen Arbeit steckte schon dahinter, aber das ist die Idee, die da kreiert werden muss, und die Umsetzung ist eigentlich nicht schwer, das schafft jeder. Genau, also ich denke auch, es ist auch nicht so kompliziert in Erwartung, außer dass man das Logbuch natürlich wie immer mal ab und zu austauschen muss, aber ansonsten kann da eigentlich nichts kaputt gehen. Es sei denn, irgendein Idiot steckt das ganz unge ein, das kann natürlich immer passieren. Absolut. Aber ja, war super. Ja, und wenn man so viele gute Caches macht, verliert man ja Massen an Favoritenkonten, das ist ja klar. Und wie füllt man sein Favoritenkonto wieder auf? Ja. Man macht eine kleine Trail. Eine kleine Runde. Und wir haben dann mal geguckt, was so in der Nähe liegt, und haben eine sehr schöne Runde gefunden. Die hat aber gar keinen richtigen Namen in dem Sinne. Eine Waldrunde. Ich sag gleich mal ein Beispiel-Cache davon. Ich kann ihn wahrscheinlich aussprechen, weil da ging es um skurrile Tierwelle. Oder wie würde man das bezeichnen? Ich glaube ja. Das heißt, das haben die Owner... Fantasietiere. Fantasietiere, die Geocacher hilfreich sein könnten. Zum Beispiel Maracuja-Milzmorchel-Maki. Und ähnliches. Also köstlich. Wer da mal gucken will, GC5000Y und folgende. Von dem Besitzer Ergo Dragon Egg. Und die Runde war wirklich schön. Vor allem, wenn man die Owner waren verschiedene. Also okay, aber das Schweinchen zumindest. Das war nicht der gleiche Owner immer, aber das scheint eine Gruppe zu sein. Die Die waren aber alle im selben Baumarkt. Alle der gleiche Stil. Kleiner Insider. Ja. Wer da ein, zwei Kenntnisse hat. Wer die Runde mal macht, wird wissen, was wir meinen. Obwohl, das war auch extra so gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das war extra so offensichtlich. Also es waren 15, 16, 17 Catches. Ich glaube, es waren insgesamt 15. Und da waren, glaube ich, mehr als die Hälfte war als Large gelistet. Also das war ja auch Large. Das war auch Large. Und der Large war auch extra so gewählt. Stand in einem Listing, habe ich das gelesen, dass es offensichtlich im Wald ist, dass du halt nicht den Wald kaputt machst und ewig umsuchst. Es war farblich nicht waldig. Ja, genau. Dass man nicht nach dem Nano im Wald suchen muss. Also man sollte da nicht irgendwie was rumwühlen, man sollte auch nicht buddeln oder so, sondern man hat eigentlich die Dose immer gleich erspäht. Und ein kleines Highlight bei diesem Cache waren durchaus die Listings, also die Cache-Beschreibungen. Die waren so ein bisschen wie, also ich musste an die Steinlaus denken von Loriot, wer das kennt. Patrick, lies mal eins vor. Der Maracuja Milzmorchel Maki. Lateinisch Lemurifructus Passione Lieni. Dieses imposante Tierchen hat einen blau-gelb gestreiften Schwanz. Er kommuniziert mit seinen Artgenossen in einer Art Affenrepp-Sprache. Diese seltene Spezies ist in Urwäldern der Osterengel zu finden. Sie ernährt sich ausschließlich von Morcheln, Passionsfrüchten und Asseln, die sie über die Milz verdaut. Der Maracuja-Milzmorchel-Maki ist nicht zu verwechseln mit dem Mandarinenmilchmaus-Maki, denn dieser ist es klöppelsmächtig, während der Maracuja-Milzmorchel-Maki ausschließlich filzt. Wunderbar. Und die sind alle auf diesem Level, und es waren wie viele Caches? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, 15 insgesamt. Also es gab 13, glaube ich, von diesen, also Tradis und 2 Bonus-Caches. Absolut gut. Da kann man sich nicht beschweren. Die Runde war ohne Steigung, denn wir hatten heute ein bisschen zu viele Steigungen. Eine Steigung hatte sie, aber das Steigung hatten wir doch schon drin gehabt. Ja, aber das war im Verhältnis noch okay. Alles befestigte Wege. Für uns als Flachländer war das ein bisschen... Dann die farblich gut erkennbaren Large-Container. Genau. Und diese köstlichen Beschreibungen,
und wirklich eine ganz gut gepflegte Runde. Können auch nicht zu lang, das waren glaube ich 5 Kilometer oder so. Ich habe das mit den Bonuszahlen nicht ganz verstanden, die waren mehrfach vorhanden. Ja. Aber egal, war ja alles gut findbar. Also so muss eigentlich eine schöne Waldrunde, eine kleine Trail aussehen, damit sie dauerhaft bestehen kann und Spaß macht. Ja. Genau. Kann man nur empfehlen. In welcher Ecke war das? Tja. Kurz vor Frankfurt, wie alles. Ja, ja, 100 also Kilometer waren es wohl doch noch, aber nein, also lohnt sich auf jeden Fall. Und Gießen, nee, was war das da? Ja, nee, Gießen war das noch nicht. In Gießen haben wir ja Pause. Ich kann nicht sagen, also ich bin immer nur gefahren auf Anweisung. Entweder von der Navi oder von einem Beifahrer. Genau. Ja, deswegen sitzen wir jetzt auch hier, du trinkst Kaffee. Dein Auto hat gesagt, du musst jetzt Kaffee trinken. Das Auto hat es nicht unbedingt gesagt. Ich habe gesagt, ja, das ist nur Kaffee. Es muss ja nicht noch sein, dass irgendwas auf den letzten Kilometern passiert. Absolut, ja. Einen erwähnenswerten Cache haben wir auf jeden Fall noch gemacht. Nämlich das TB-Hotel Taschenzito Giveaway Lok Dope und TB. Von 3 Treiser GC6Z0JT. Und sowas habe ich auch noch nicht in der Form gesehen. Was habt ihr da gedacht, als wir die Box geöffnet haben? Erstmal war der noch gar nicht so, also ich hatte den gar nicht als so großartig im Vorwege. Der hatte, glaube ich, nur 84 Favoriten, also irgendwas um 80 Favoritenpunkte oder irgendwie, also gar nicht mal so viel. Aber stellte sich dann heraus, dass das doch auf jeden Fall hat sich der Owner da, naja, überlegt, wie man eine Box gestützt. Steht ja auch ein bisschen drin. Diese Box war einfach richtig voll und das waren keine Tauschgegenstände, sondern jeder konnte sich was Schönes mitnehmen. Es waren eben nicht nur Zito-Tüten da drin, wie ich erwartet hatte, sondern es waren da drin, also ja, Werbegeschenke verschiedenster Art, es waren da drin Pettlinge, Logbücher, Stifte, alles Mögliche, alles also neu, unglaublich, alles ganz neu und man konnte das einfach so mitnehmen. Und alles auch ordentlich verpackt. Eine wirklich große Kiste bis zum Rand gefüllt. Die war ja auch nur gestern erst neu gefüllt worden. Genau. Aber Wahnsinn. Und wir hatten auch noch Spaß, weil an einem Sonntag im Wald wieder mal was Ungewöhnliches passiert. In der Abgeschiedenheit tauchen ja gut mal ein paar Jogger auf oder so. Aber gearbeitet wird doch im Wald nicht, oder? Wir hatten den offiziellen Parkplatz genutzt. Ja. Und hörten aber schon immer aus dem Wald auch Geräusche. Motorengeräusche. Die Formulierung ist wichtig. Und zwischendurch hatte ich schon mal Bedenken, dass da vielleicht jetzt jemand in die Straße rein möchte, wo wir gerade parkten. War aber erstmal nicht so. Nee, wollten wir nicht wahrhaben. Aber dann kam er von der anderen Seite. Aber dann waren wir doch ein größeres Gefährt durch den Wald brechen. Das ist gerade Baumstämme. Mit einem Anhänger voll mit Baumstämmen. Und der wollte nun gerade die Straße befahren, wo das Cashmobil abgestellt war. Sonntag, 16 Uhr. Du bist aber schnell geflüchtet. Ich bin dann gleich hin zum Wagen, um sämtlichen Ärger zu vermeiden. Wir hatten ein bisschen Angst. Wir sahen das Auto wegfahren. Tja, standen da ohne Fahrer und ohne Auto. Ja, aber er kam wieder. Aber mit genügend Logbüchern und Paddling. Das stimmt. Alles hat wunderbar geklappt. Und lohnt aber ich brauchte auch nur 100 Meter weiterfahren, eine kurze Runde drehen. Wir haben schnell alles wieder verpackt, ja, was wir so gefunden hatten. Und ihr habt jetzt eben noch, während ich mich darum gekümmert habe, dass wir einen Tisch reserviert bekommen, deiner noch Hänsel und Gretel beglückt. War das auch noch okay? Genau. TB-Hotel ich war da vor 3 Jahren. Hänsel und Gretel, ja. Ist auch ziemlich direkt an der Autobahn und es ist ja jetzt schon 20 Uhr oder wie spät es ist? 20:09 Stockfinster. Ja. Und insofern war das ganz spannend, da diesen Cache noch in diesem kleinen Waldstück zu suchen und zu finden. Und ich leuchtete nur mit der Taschenlampe und sah plötzlich einen riesen Lebkuchen da stehen. Also das fand ich sehr skurril. Ich konnte auch aus der Ferne dann gar nicht erkennen, was es ist, ob da jetzt wirklich ein Riesenkeks steht oder was es ist. Aber es war dann tatsächlich die Dose, die relativ große Dose, die von innen auch ganz nett gestaltet ist. Und ja, ordentliches Raststätten-TB-Hotel. Genau. Ordentliche Größe, gepflegt. Ja. Ja. Und jetzt sitzen wir im Diner, essen eine Kleinigkeit, trinken eine Kleinigkeit und lassen das halt Revue passieren. Und es fiel ja jetzt schon auf, wir kommen jetzt schon durcheinander mit dem, was wir gemacht haben teilweise. Du! Das war jetzt ein schöner allgemeiner Satz und auch mir wird wieder rumgehauen. Das muss ja wieder so sein. Nein, du hast aber selber vorhin gesagt, dass man im Prinzip solche 2 Tage eigentlich kaum verarbeiten kann. Und selbst wenn du den ersten Cache ist, wusstest du ja auch im ersten Moment nicht mehr, welcher es war.
Aber das ist auch für mich, wenn man so weit fährt, macht man nicht nur einen Cache. Aber im Endeffekt war das ein Overflow heute, oder? Absolut. Also ich werde die wahrscheinlich morgen alle locken und dann nochmal die ganzen Listings lesen und vielleicht auch nochmal Vorlogs und ja, das dann auch nochmal für mich alles Revue passieren lassen. Ich war mit Sicherheit noch nie so oft an einem Wochenende auf Privatgelände unterwegs. Legal? Legal, genau. Legal und genehmigt. Das war schon sehr außergewöhnlich. Auf jeden Fall. Geht mir ähnlich. Und das war jetzt neben meiner Tour im Heldenland die Favoritenpunkte trächtigste Serie und für mich auch die Favoritenpunkt verlustreichste Serie natürlich, weil fast jeder Cash einen Favoritenpunkt verdient hatte. Also das war schon ein Erlebnis, aber halt in sehr, sehr komprimierter Form. Ja, aber also was ich halt gut fand, ist, dass wir halt nicht gesagt haben, wir müssen jetzt die Caches alle machen. Wir haben halt uns die zwei Multis, also die Akte 69 und den falschen Major sozusagen für die beiden Tage uns ausgesucht und haben dann sind das in Ruhe angegangen und haben geguckt, was wir so noch zwischenzeitlich schaffen, ohne uns Stress zu machen. Haben uns drumherum noch ein paar andere schöne Caches rausgesucht. Absolut, die waren schön essen, teilweise gute haben viel gelacht. Ja, ja, das ging bei dem Beagle los und hörte bei anderen Dingen auf. Ja. Wir hatten auch viel Spaß während des Caches, aber die Gags, wie gesagt, gibt es leider nur auf internen Fotos. Ja, aber was heißt das? Das heißt natürlich, dass wir wieder eine Tour planen. Und zwar wahrscheinlich wieder hier in die Gegend. Ja, wobei wir ja auch noch ganz andere Planungen haben. Also in der Hand haben wir noch diverse Sachen, die wir immer mal machen wollten. Aber es geht hier reicht die Zeit nun nicht aus. Aber es gibt hier auf jeden Fall noch ein, zwei Multis, die wir machen. Also wir wollten ja eigentlich in die Richtung wegen anderer Caches. Ja, da haben dem Liquidator hatten wir, glaube ich. Wir wollten auch unbedingt die Kinder des Buchbinders machen und Hart am Wind. Ja, aber da sind ja halt überall auch Anmeldevorgänge und es musste halt auch zeitlich passen und wir haben halt jetzt die beiden angemeldet, weil die Zeit auch. Wir wollten nicht zwei große Caches an einem Tag machen, auch zum Beispiel. Genau, das hätte nicht viel Sinn gemacht. Ja. Naja, erstmal, das werden wir vielleicht im Frühjahr nächsten Jahres nochmal angehen, denke ich mal. Das Müsmannhaus haben wir noch. Ja, das ist ja, da haben wir einen festen Termin im Jahr 2019, der gilt auch noch. Also haltet euch, liebe Ona, wir kommen irgendwann im Jahr 2019. Welcher Monat war das noch? Ich glaube März. März. Das kann sehr gut sein. Es war auf jeden Fall noch lange hin und das haben wir letztes Jahr angemeldet, weil die Anmeldezeit läuft schneller als gedacht. 2 Jahre, das stimmt selbstverständlich. Ich dachte, wir waren gestern in Wachtendonk. Also, ja, dachte ich auch, aber nein, das ist schon länger her. Nein, also wie gesagt, wir kommen wieder, wir machen wieder irgendwas und wir werden auch weiterhin unsere Runden machen, wo wir unsere Treffen machen, wo wir dann in gemütlicher Runde weiter Mysteries lösen oder auch mal in Hamburg noch ein paar Caches abfragen. Aber zusammenfassend, das war doch ein ereignisreiches Wochenende. Es war wieder ein richtig gelungenes Wochenende, wo wir viel Spaß hatten. Wie auch schon die Male davor. Ja, das heißt, wir bedanken uns bei den Ownern für diese tollen Stunden an Unterhaltung, die uns geboten wurde. Und wir bedanken uns auch bei unserem Fahrer, der uns auf verschiedenen Wegen in verschiedener Art von Ziel zu Ziel gebracht hat. Gerne. Ja, auf ein neues. Danke. Die beiden wichtigsten Caches sage ich gerne nochmal die GC-Codes. Der falsche Major GC5N21N, inzwischen 1563 Favoritenpunkte. Und dann gibt es noch die Akte 69 GC66XA0 mit 1927 Favoritenpunkten. Wie gesagt, beide absolut zu empfehlen, aber bedenkt bitte, ihr müsst euch anmelden, weil wie gesagt, nicht mehrere Teams gleichzeitig auf Tour gehen können. Und mehr als 4 Personen sind dort auch nicht erwünscht. Ja, wie wir schon gesagt hatten, wir haben noch einiges vor. Der Buchbinder fehlt noch, einige andere Caches. Das kommt alles irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres. Und so viele Worte will ich gar nicht mehr verlieren, denn wir haben in den nächsten Tagen die 50. Ausgabe unseres Schwester-Podcasts Retro-Kompott und da bedarf es noch einiges an Vorbereitung. Ja, am 13.10. machen wir da unsere Live-Sendung und in den nächsten Tagen wird die dann online gestellt. Und da ist einiges noch zu tun zum Thema Gäste, zum Thema Ablauf und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, wer den Cash-Kompott erreichen will, einfach eine Mail an mail@cashkompott.de schreiben. Ansonsten findet ihr uns auch bei Facebook. Einfach nach dem Cash-Kompott suchen. Die alte Gruppe Podcash gibt es zwar auch noch, aber dort werde ich normalerweise nicht so viele Infos mehr reinschreiben. Zumindest nicht zukünftig. Ja, vielen, vielen Dank an alle Hörer. Vielen Dank an alle, die uns immer wieder unterstützen. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Wer sich für andere Projekte interessiert, einfach mal in den Abspann reinhören oder mal auf die Seite podcastkompott.de gehen. Dort erfahrt ihr auch, was wir sonst so alles noch
gemacht haben, vielleicht auch machen werden. Ja, wie gesagt, der Cash-Kompott ist ja inzwischen nicht mehr der einzige Kompott auf dieser Welt. Aber einer, der immer wieder sehr, sehr viel Spaß macht. Und es ist schön, dass es jetzt noch eine Folge vorweg gab, die gar nicht so geplant war. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen und verbleibe mit den besten Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Euer Back auf NCI aus Hamburg. Das war es für heute. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und dieses Projekt unterstützen. Erreichen kann man uns unter mail@cashkompott.de und natürlich auch bei Facebook auf der gleichnamigen Seite. Hören kann man uns direkt auf der Homepage cashkompott.de oder auch bei Diensten wie iTunes. Ihr kennt noch den C64 oder den Amiga und MS-DOS sind für euch nicht fünf unbekannte Buchstaben? Dann hört doch auch mal unseren Schwester-Podcast Retro-Kompott rein. Ansonsten hören wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Cash-Kompott oder sehen uns zufällig auf einem Event oder bei einer Caching-Tour. Bis dahin alles Gute, euer Back auf NCI aus Hamburg.